Die Season der Jagd war die erste Season, die wir nach der Erweiterung Beyond Light bekommen haben. In dieser Season lernen wir Krähe zum ersten Mal kennen. Außerdem erfahren wir, dass Sagira, der Geist von Osiris, verstorben ist und dass Xivu Arad, die Kriegsgöttin der Schar, Pläne hat, die wir unbedingt verhindern müssen. In diesem Video sehen wir uns eine kleine Zusammenfassung der Season an. Die weiteren Seasons werden dann auch folgen, aber jetzt muss euch Osiris noch etwas sagen, bevor es dann richtig losgeht. Viel Spaß mit dem Video, let's go! Die Dunkelheit, unser uralter Feind. Von vielen prophezeit kam sie, wie uns der Kriegsgeist vorgewarnt hatte. Sie wurde mit Feuer empfangen. Und als das scheiterte, traf sie zwischen den Überresten von Ios letztem Lichtdenkmal auf Intrigen. Sie versprach uns Macht. Und dafür wurde ein Preis gezahlt. Stille umgibt das System, wenngleich es nicht die Leere ist, die uns eine Pause gewährt. Doch nicht alles ist verloren. Steh auf, Hüter. Nutze dein Licht und schließe dich der Jagd an. Osiris hat hier ganz gut zusammengefasst, was vor den Ereignissen der Season der Jagd passiert. Die Dunkelheit hat uns erreicht. Sie hat verschiedene Planeten mit einer Anomalie verschwinden lassen und jetzt bricht das Chaos im Sonnensystem aus. Osiris ist nun auf der Suche nach Antworten und um die Vorhut auf den Laufenden zu halten, was er so entdeckt, schickt er immer wieder Sprachnachrichten. Und diese Sprachnachrichten kann man sich im Büro von Zavala oder hat man sich im Büro von Zavala anhören können. Das Ganze geht knapp 9 Minuten. Ich werde sie euch jetzt in einer Reihenfolge abspielen, so dass man das wie ein Gespräch verfolgen kann. Wenn ihr das aber überspringen wollt und ja zu der Zusammenfassung der Season kommen wollt, dann könnt ihr einfach unten in der Zeile einfach weiter scrollen. Ich werde da so eigene Tabs machen. Ich brauchte etwas Abstand von der Erde. Deshalb reiste ich in die träumende Stadt. Die Stadt selbst steckt immer noch in der Schlinge ihres Fluchs. Ich bezweifle, dass wir jemals in der Lage sein werden, den Schaden, den die Besessenen hier angerichtet haben, zu bereinigen. Wenig überraschend ist Petra weiterhin nicht von Nutzen. Sie weiß nicht, wo ihre Königin ist. Und damit bleiben uns weniger Verbündete als je zuvor. Oh, und berichte dem Heiligen aus, dass ich den Brief gefunden habe, den er in meinem Schiff versteckt hat. Sag ihm. Nein, lass gut sein. Ich werde es ihm selbst sagen. Als ich zum Turm zurückkehrte, warst du gerade bei einem Treffen mit Ikora. Also erkundigte ich mich nach Ernas Fortschritten in Bezug auf Rasputin. Sie hat einige Male vergeblich versucht, sein Bewusstsein in den Körper eines toten Exos zu übertragen. Erna hat einen brillanten Verstand. Doch sie verschwendet zu viel Energie auf ihre Versuche, die Überreste dieses Tyrannen des goldenen Zeitalters zu retten. Sie sollte ihr Talent für produktivere Dinge verwenden. Vielleicht bin ich auch nur verbittert. Die Umlaufbahn von Nessus hat sich geändert. Vermutlich aufgrund des plötzlichen Verschwindens der Leviathan. Die Langstreckenscans ergaben keine Hinweise auf das Schiff oder Kalos selbst. Aber es lassen sich noch Überreste der Kabale finden. Den abgefangenen Übertragungen zufolge versucht Kalos Tochter Keitel, die verbleibende Rotlegion zu versammeln. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Ich bin in der Hoffnung, etwas über Keitels Pläne mit den dortigen Kabalen herauszufinden, zum Riff gereist. Doch dann entdeckte ich etwas anderes. Es gibt hier eine merkwürdige neue Präsenz. Sie wächst wie eine organische Technologie, wie ein kleiner Turm. Um das Gebilde herum waren Kabale versammelt, von etwas in den Bann gezogen, das ich nicht wahrnehmen konnte. Vielleicht von ihrer eigenen Verzweiflung oder Irrsinn. Ein Langstreckenscan des Gebildes verlief ergebnislos und bestätigte nur seinen Schar-Ursprung. Ich muss herausfinden, ob es bloß eine Täuschung ist, die die Kabale anlockt, oder ob mehr dahinter steckt. Jeder Tag bringt irgendeinen neuen Schrecken mit sich. Ich blieb im Riff, um diese von der Schar gebannten Kabale weiter zu beobachten. Sie schliefen nicht,
Sie knieten einfach stundenlang vor dem Gebilde. Manchmal schrien sie, mitunter weinten sie auch, doch die überwiegende Zeit waren sie einfach still. Bei Tagesanbruch verließen sie den Ort und zogen in die Randgebiete der Bucht. Ich beschloss, das Gebilde näher zu untersuchen und ich bin sicher, dass ich etwas hörte. Es rief mich, lockte mich. Sagira überredete mich, vorerst keine weiteren Nachforschungen anzustellen. Ich hatte soeben eine höchst interessante Unterhaltung mit unserem Freund Spider draußen im Riff. Er wusste nicht nur bereits von der Existenz dieser Schargebilde, sondern hat zudem noch weitere davon in der Wirrbucht aufgespürt, die meinen Scannern entgangen sind. Außerdem erzählte er mir, dass einige seiner Agenten vermisst würden und Gerüchte über das Verschwinden von hauslosen Gefallenen im Umlauf seien. Sagira hat sich in die lokalen Kommunikationskanäle der Kabale eingeklinkt. Keitelspäher sind hinsichtlich der im System gestrandeten Rotlegion auf beunruhigende Vorgänge aufmerksam geworden. Ganze Lager sind verwaist. Es gibt Hinweise auf interne Auseinandersetzungen, Massengräber. Was auch immer es mit diesen Schartürmen auf sich hat. Wir brauchen Antworten. Ich reise zum Saturn. Möglicherweise liefert mir der verlassene Rumpf des Grabschiffs von Oryx diese Antworten. Sag dem Heiligen, dass ich ihn vermisse. Beobachte alles. Ich hatte Erfolg. Es ist mir gelungen, das organische Kommunikationssystem der Schar im Grabschiff wieder in Gang zu setzen. Ich konnte eine direkte Verbindung mit ihrem kollektiven Bewusstseinsnetzwerk herstellen. Was ich dadurch erfahren habe, Zavala, die Reihen der Schar sind gespalten. Sie wenden sich gegeneinander. Die Schwarze Flotte hat vor, Savatun zu bestrafen, für die Torpedierung ihrer Bemühungen, mit uns zu kommunizieren. Niemand weiß, wo sich die Hexenkönigin aufhält. Nicht einmal ihr eigener Hof. Und jetzt nutzt Xivu Arad diese Gelegenheit, um ihre Macht zu festigen. Ich werde morgen zum Riff zurückkehren, um mich noch einmal mit Spider zu beraten. Er sagt, er hätte Neuigkeiten für mich. So widerlich Spider auch sein mag, sein Informationsnetzwerk ist riesig und überraschend zuverlässig. Seinen Leuten zufolge werden die Schargebilde Kryptolithen genannt. Sie verbreiten sich wie das Wurzelwerk eines Baumes und bohren sich in unsere Dimension. Über ihre genaue Herkunft ist bis jetzt noch nichts bekannt. Spider sagt, er habe seinen besten Mann auf die Sache angesetzt. Sagira und ich haben da allerdings unsere eigenen Theorien. Es ist dunkel hier draußen. Manchmal vergesse ich, wie vollkommen allein man in All ist. Jetzt bin ich auf dem Rückweg zur Erde. Allerdings werde ich noch mindestens einen weiteren Tag unterwegs sein. Ich frage mich, wie es dem Heiligen in meiner Abwesenheit geht. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ob er zurechtkommt. Ob er sich womöglich selbst die Schuld für all dies gibt. Er hat so ein großes Herz. Vielleicht wäre nichts von alledem passiert, wenn wir uns nicht in die Geschichte eingemischt hätten. Sagira initiierte bei unserem Eintritt in die Umlaufbahn der Erde einen Langstreckenscan, um nach Anzeichen von Schargebilden zu suchen, wie dem, das wir im Riff entdeckt hatten. Es war so eine Ahnung. Auf dem Mond existieren weitere von diesen Dingern. Ich wollte mit Eris darüber sprechen, ihren Rat als Expertin für das Hexenwerk der Schar einholen. Doch ich konnte sie nirgends finden. Weißt du vielleicht, wo sie ist? An alle Winkel des Systems. Ich habe die Waffenkammern in den Randgebieten geleert. Flotten von Korsarenkriegsschiffen ausgesandt und Herolde losgeschickt. Trotzdem besteht die Schwarze Flotte fort. Mir ist bewusst, was sie euch genommen hat. Petra, ich war zu lange fort. Und dafür entschuldige ich mich.
Deine leidenschaftliche Hingabe und Führung waren ein Segen für mich und für unser Volk. Dies alles nahm seinen Anfang in der träumenden Stadt. Ich werde zurückkehren, um es zu Ende zu bringen. Savatun wird mich erwarten. Falls dies jemand hört, ich... Sagira ist... Sie hat sich geopfert, um mich zu retten. Vor ihnen. Vor der Schar. Ich werde die Kreatur, die für Sagiras Tod verantwortlich ist, aufspüren. Ich werde sie finden. Und ich werde sie töten. Zavala, du musst mir den Gefallen tun und den jungen Wolf zu folgenden Koordinaten schicken. Ich werde nicht warten. Mit diesen ganzen Nachrichten beginnt die Season der Jagd. Kalus ist mit seinem Schiff der Leviathan verschwunden. Aber dafür ist seine Tochter Keitel in unserem Sonnensystem aufgetaucht. Und sie probiert jetzt die ganzen verstreuten Kabale zu versammeln. Osiris hat sich auf den Weg zum Riff gemacht, um mehr über die Pläne von Keitel herauszufinden. Aber anstatt Antworten zu bekommen, sind nur noch mehr Fragen aufgetaucht. Denn im Riff hat Osiris einen Kryptolyphen gefunden. Kryptolyphen sind so kleine Türme, die jeden in seiner Nähe hypnotisieren. Durch die Nachforschungen von Spider haben sie dann herausgefunden, dass Xivuada, die Kriegsgöttin der Schar, etwas damit zu tun hat. Aber das Wichtigste hier ist, was passiert, wo uns Osiris über den Tod von Sagira erzählt. Denn seine Stimmlage verändert sich drastisch. Ich habe den Ton hier nicht bearbeitet. Hört euch das mal an. Ich werde sie finden. Und ich werde sie töten. Zavala, du musst mir den Gefallen tun und den jungen Wolf zu folgenden Koordinaten schicken. Ich werde nicht warten. Das bedeutet, irgendetwas ist in diesem Moment mit Osiris passiert. Was genau, das erfahren wir wohl erst später in einer anderen Season. Die meisten von euch werden es ja schon wissen. Auf jeden Fall schickt uns Zavala dann auf den Mond, um Osiris behilflich zu sein. Und somit beginnt die erste Mission der Season der Jagd. Hüter, hier eskaliert gerade ein Problem, das du dir für mich ansehen musst. In den letzten Wochen hat Osiris versucht, den Schaden einzuschätzen, den die Rückkehr der Dunkelheit angerichtet hat. Er glaubt, dass Xivu Arad, die Schargöttin des Krieges, das Machtvakuum, das sie hinterlassen hat, für sich nutzen will. Osiris ging Offenbarungen von Xivu Arads Magie in der Nähe der Scharlachfestung nach, als sein Geist, Sagira, niedergestreckt wurde. Osiris hat uns über einen sicheren Kanal die Botschaft übermittelt, dass er dabei deine Hilfe braucht. Er ist verzweifelt, Hüter. Du musst ihn vor sich selbst retten. Wir erfahren hier von Zavala, dass Xivu Arad, die Schwester von Savatun, der Hexenkönigin und von Oryx, hinter dem Ganzen steckt. Sie versucht, das Chaos bei uns im Sonnensystem auszunutzen, denn die Pyramidenschiffe sind angekommen und wir Hüter sind ihr abgelenkt. Das möchte sie ausnutzen, um ihre Brut zu erweitern. Deshalb hat sie einen Diener, den Hohezelebranten, beauftragt, bei uns im Sonnensystem ein bisschen, ja, Chaos zu stiften. Ich mache mir Sorgen um Osiris. Wenn Sagira weg ist, dann... Sorgt euch nicht um mich, aber seid leise. Ich benutze eine externe Verbindung. Ich dachte, ich würde Sagiras Mörder jagen. Den Hohezelebranten von Xivu Arad. Aber jetzt glaube ich, dass er mich jagt. Dein Freund ist in großer Gefahr. Trefft mich in der Halle der Weisheit. Wer bist du? Ein besorgter Geist. Osiris sollte nicht hier sein, nicht in seinem Zustand. Übertragung abgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Wir danken dir für die Warnung, aber wir wissen, was wir tun. Wenn du und dein Hüter hier seid, um zu helfen. Mein Hüter, genau. Hier haben wir das erste Mal die Stimme von Glint gehört. Glint ist der Geist von Krähe. Und die beiden arbeiten gezwungenermaßen jetzt für Spider. Spider hat sie damit beauftragt, Osiris zu ihnen zu bringen, denn Spider hat ihnen etwas Interessantes zum Erzählen. Osiris, kannst du uns hören? Ja, ich höre euch. Ich locke den Hohezelebranten zum Schrein von Oryx. Verdammt! Er hat eine Barriere errichtet. Er weiß, dass ihr hier seid. Er versucht, uns getrennt zu halten. Dieser Ritter strahlt eine seltsame Energie aus. Das muss der Hohezelebrant sein, den der Sagira getötet hat. Osiris, wir sind hier. Wir beseitigen diese Barriere. Pass auf deinen Geist auf, Hüter.
Osiris, er kommt in deine Richtung. Gut. Ich bin tiefer in den Schrein geflüchtet. Das könnte eine Falle gewesen sein. Dieser Turm, den ihr auf dem Weg hineingesehen habt, das ist ein Schar-Kryptolit. Ein Kanal der Dunkelheit. Einer von vielen. Der hohe Zelebrant benutzt sie, um Soldaten durch die Dimensionen zu schicken und um andere auf Xivu Arads Seite zu locken. Wenn ich es nicht herausschaffe, möchte ich, dass ihr dem 14. Heiligen sagt. Und das sagst du ihm schön selbst. Da bist du ja. Endlich. Ist es erledigt? Ich komme runter. Osiris! Wir hatten euch gewarnt, wie gefährlich es hier unten ist. Besonders ohne Geist. Ich freue mich jedoch, dass wir alle wohlauf sind. Ich bin übrigens Glint. Freut mich, euch kennenzulernen. Na komm schon, stell dich vor. Man nennt mich Krähe. Mein Boss will euch sehen. Unmöglich. Wie früher schon erwähnt, arbeitet Krähe für Spider. Spider hat Glint, den Geist von Krähe, ein bisschen modifiziert. Er hat eine Bombe eingebaut und jetzt muss Krähe alles machen, was Spider von ihm verlangt. Was soll das? Solltest du mir nicht den Warlock Osiris bringen? Erkläre dich. Osiris hat seinen Geist verloren. Er kehrte zur Erholung in den Turm zurück. Ihr Lichtträger seid mir ein Rätsel. Ihr teilt so gerne aus. Doch könnt ihr Verluste so schlecht ertragen. So zartfühlende Killer. Wir beenden, was er begonnen hat. Und was ist das? Sagira rächen. Den Hohezelebranten töten. Ich hatte ihn fast. Hätte dein Freund keine Hilfe gebraucht. Du vergreifst dich im Ton, kleiner Vogel. Verzeih mir, Baron. Also gut. Vielleicht können wir einander helfen. Ich weiß, wie versiert du im Rachen nehmen bist. Xivu Arad korrumpiert die Elixni mit ihrem Hohezelebranten und diesen verfluchten Kryptoliten. Und die Kabale. Aber ich verliere mit jeder Skiffladung Soldaten und Glimmer. Ganz recht. Ich weiß, was Osiris auf dem Mond getrieben hat. Ich weiß auch, dass dir die richtige Motivation auf die Sprünge helfen wird. Lass uns allein, Krähe. Der Hüter und ich haben zu reden. Mein kleines Vögelchen ist etwas Besonderes, nicht wahr? Ich wette, dass du meine Wertschätzung für den grausamen Humor des Schicksals teilst. Ich fand ihn, wie er vom Wind fortgewehtem Abfall gleich das Riff durchstreifte. Ziellos, hoffnungslos, ohne Erinnerung an den Prinzen. Ich hätte ihn zum Turm schicken können, aber wir wissen alle, was ihn dort erwartet. Das konnte ich nicht zulassen. Also nahm ich ihn auf. Aus Güte. Bezüglich seiner Loyalität habe ich ein paar Vorkehrungen getroffen und die Hülle seines Geists modifiziert. Sollte er sich zu weit vom Nest entfernen? Diese üble Angelegenheit ist erledigt. Also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, den Scharbefall.
Ich schlage eine Zusammenarbeit vor. Du gehst da raus und tust, was du am besten kannst. Und ich gebe dir die nötigen Ressourcen dafür. Vielleicht sogar noch ein paar Extras. Erwähne nur nicht den Namen Aldrin Sorf. Um seinetwillen. Erwähne nicht den Namen Aldrin Sorf. Zu dieser Zeit konnte sich Kree an sein vergangenes Leben gar nicht erinnern. Er wusste nicht, dass er der Prinz der Wachten gewesen ist, und er wusste nicht, dass er der Bruder der Königin vom Riff gewesen ist. In der Lore der Season der Jagd wird erwähnt, was eigentlich davor passiert ist, bevor er zu Spider gekommen ist. Und dort gibt es eine kleine Geschichte, wo erzählt wird, dass Kree sich immer vor den Hütern verstecken musste. Und einmal hat ihn ein Titan gefunden und er hat ihn so zusammengeschlagen, dass Clint Probleme hatte, ihn wiederzubeleben. Kree hatte ein schwieriges Leben. Und ja, auch noch interessant, Spider hat ihm überhaupt den Namen Kree gegeben. Clint und Kree haben immer diskutiert, sie wollten sich gegenseitig Namen geben. Kree hat dann Clint den Namen gegeben, Clint war einverstanden, aber für Kree haben sie halt nie richtig einen Namen gefunden. Und Spider hat ihn dann Kree genannt. Spider hat sofort gewusst, okay, das ist Aldrin und der ist jetzt ein Hüter. Und Spider hat das eben für sich ausgenutzt. Aber er wusste auch, dass er Probleme mit der Königin vom Riff, mit Mara, mit der Schwester von Aldrin haben könnte oder haben wird, wenn das aufliegt. Und deshalb ist Kree auch sehr darauf aus, dass wir ihm nicht sagen, wer er früher war, dass das nicht ans Licht kommt. Zu dieser Zeit hat Kree auch nie mit anderen Hütern zusammengearbeitet. Und ja, jetzt sind wir die Ersten. Im Himmel über dem Riff sind Löcher und das ganze System versinkt im Chaos. Natürlich hat Xivu Arad genau jetzt entschieden, sich eine Armee gefügig zu machen. Wir nennen sie Zorngeborene. Die meisten sind Elixni wie Spider. Andere... naja. Spider will, dass der Glimmer fließt, Schargöttin hin oder her. Ich soll dir im Kampf gegen Xivu Arads hohe Zelebranten helfen. Offenbar sind die Hüter der letzten Stadt alte Freunde von mir. Aber an dich erinnere ich mich nicht. Ich habe alte Schar-Artefakte in Spiders Lager gefunden und daraus einen Köder gebastelt. Die Zorngeborenen sind verrückt danach. Wenn sie den Köder annehmen. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg, aber ihre Magie hat sie wahnsinnig gemacht. Sie zu jagen ist der einzige Weg, Xivu Arads Einfluss auf die Bucht zu schwächen. Wie Spider sagt, Gewalt ist die einzige Sprache, die die Schar versteht. Fürs Erste fangen wir klein an. Wir arbeiten uns die Befehlskette hinauf. Oben angekommen, schalten wir den Hohezelebranten aus und halten Xivu Arad davon ab, noch andere zu korrumpieren. Versteh das nicht falsch, aber es ist schön, mit einem anderen Lichtträger zu arbeiten. Also diese Kryptolithen korrumpieren jeden, der in die Nähe kommt. Sie werden dann zu Zorngeborenen, so nennt sie Kree zumindest. Und Kree hat einen Köder gebaut, damit wir sie eben alle auffangen und ja, bekämpfen können. So kommen wir dann zum Hohezelebranten, zum großen Anführer. Und ich muss leider sagen, die Season der Jagd, die Hauptstory von der Season der Jagd, hat leider nicht viel mehr zu bieten. Nachdem wir alle besiegt haben, wo eigentlich nicht so viel Geschichte dahinter ist, kommen wir dann zu der letzten Mission. Und das ist die Mission gegen den Hohezelebranten. Nicht vergessen, der Zelebrant muss in der Aszendentenebene getötet werden. Mit seiner Vernichtung können wir Xivu Arad einen schweren Schlag versetzen. Genau. Kein Zelebrant, keine Kryptolithen. Keine Kryptolithen, keine Zorngeborenen. Bin gespannt, wie sie ohne Armee gegen uns kämpfen will. Krähe, bist du da? Mehr oder weniger. Ich habe die Spur des Zelebranten durch ein Portal in wirbelnde Dunkelheit verfolgt. Ein Tor in die Aszendentenebene. Wie ich schon sagte, wirbelnde Dunkelheit. Ich tüftle jetzt seine Tricks aus, indem ich studiere, wie er sich durch diese Ebenen bewegt. Er ist wie ein Hai, der durch schwarzes Wasser schwimmt. Behalte ihn im Auge. Ich kann mehr als nur das. Kree hat uns gerade erzählt, dass er weiß, wie sich der Hohezelebrant fortbewegt. Und
Das ist gar nicht so einfach zu erklären. In späteren Seasons werden wir etwas über die Ley-Linien hören. Die Ley-Linien, ihr müsst euch das so vorstellen, wie ein Paralleluniversum, das neben unserem Universum existiert, was aber genauso ausschaut, oder zumindest in dunkler Version genauso ausschaut. Es ist so, wenn der Hohe Zelebrant von Punkt A nach Punkt B geht, geht er zuerst in das Portal, kommt in dieser Parallelwelt raus und dann, wenn er dort angekommen ist, kann er dann wieder das Aszendentenportal nutzen, um dort wieder rauszugehen. Jetzt hat aber Krähe die gute Idee, dass wir eben in der materiellen Welt uns hauptsächlich bewegen und dass Krähe in der Aszendentenwelt bleibt. So haben wir auf jeder Seite einen Verbündeten und können sehen, wo sich der Hohe Zelebrant bewegt. So können wir ihn dann auch besser jagen. Ha! Hab ihn markiert. Er blutet Energie und ist auf dem Weg zurück zu euch. Er ist zurück in die Aszendentenebene geflüchtet. Aber er hat etwas dagelassen. Hab doch gesagt, dass ich ihn markiert habe. Das ist Restenergie, eine Blutspur. Zerstört sie und die Essenzen im Köder sollten das Portal wieder öffnen. Der Zelebrant versucht, weiteres Territorium unter die Kontrolle von Xivu Arrah zu bringen. Beeilung, sie wird sich nicht über Eindringlinge freuen. Wir haben es durch das Portal zurück in die träumende Stadt geschafft. Aber keine Spur vom Zelebranten. Krähe, wo bist du? Bei euren Koordinaten, auf der anderen Seite derselben Münze. Zelebrant gesichtet. So wie ich das sehe, kann er sich nicht verstecken, solange wir uns in beiden Ebenen befinden. Macht euer Ding. Xivu Arrah schlägt dort zu, wo Savatun zum ersten Mal den Schleier durchbrach und die träumende Stadt betrat. Hat sie keine eigenen Ziele? Er blutet keine Energie mehr. Wir kommen nicht durch. Ich glaube, der Zelebrant hat mitbekommen, dass wir ihn markiert haben. Er hat das Portal hinter sich versiegelt. Wir sind hier drin gefangen? Wenn eure Gefährten mit dem Zelebranten in der Aszendentenebene gefangen sind, dann sind sie bereits verloren, wie Sagira. Das Portal hat sich geschlossen. Aber vielleicht ist noch genug Scharmagie im Köder, um einen anderen Weg hindurch zu aktivieren. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Der Zelebrant hat das Blatt gegen uns gewendet. Der Jäger wird zum Gejagten. Ich wollte... Hört zu. Wenn es hier drin hässlich für uns wird, ist es nicht eure Schuld. Alles, was ich getan habe, habe ich getan, weil ich es wollte. Dafür will ich mich bedanken, dass ich eine Wahl haben durfte. Könnt ihr ihn beschäftigen? Ich bin fast an dem Portal, durch das ihr reingekommen seid. Du verlässt uns? Wie Osiris gesagt hat. Der Zelebrant muss in der Aszendentenebene sterben und ihr seid unsere beste Chance, das geschehen zu lassen. Er verlässt uns. Die Energiewerte sind in die Höhe geschossen. Er wird ein weiteres Portal erschaffen. Ich bin auf der anderen Seite in Position. Du räucherst ihn aus, Hüter. Aber wenn ich den Ausgang blockiere, wird er brennen. Hey, das Portal! Ich sehe es! Jetzt erledige ihn! Der Hohe Zelebrant von Xivu Arrah existiert nicht mehr. Wie habt ihr das geschafft? Er hat sein Portal von der anderen Seite aus zerstört, als er versucht hat zu fliehen. Ich wusste, dass er uns nicht wirklich verlassen würde. Nein, niemals. Oh, würdest du seinen Kopf mitbringen? Spider wird einen Beweis wollen, wenn du zum Kassieren kommst. Es war mir eine Ehre, Hüter. Diese Mission ist vermutlich viel wichtiger, als die meisten von euch sich überhaupt denken. Denn wir haben hier live miterlebt, wie die Brut von Xivu Arrah, also der Hohe Zelebrant, zwischen den Ley-Linien wandert. Die Ley-Linien werden später noch wichtig sein. Denn wir wissen,
Xivu Arad hat gesagt, seine Thronwelt, also Xivu Arad ist ja die Kriegsgöttin der Schar, und sie hat gesagt, ihre Thronwelt ist überall dort, wo Krieg ist. Und durch die Leylinien kann sie nämlich überall auftauchen, wo Krieg ist. Und somit sind die Leylinien ja vielleicht sogar die Thronwelt von Xivu. Aber das ist ein Thema für eine weitere Season oder für ein anderes Video. Jetzt ist es so, wir haben es geschafft, den Hohezelebranten zu besiegen. Wir haben unsere Abmachung eingehalten und können jetzt zu Spider unser Geschenk abholen. Erledigt. In der Tat. In der Tat. Okay, Hüter. Wie versprochen. Such dir etwas Wertvolles aus meinem Versteck aus. Als Dank für deine Heldentaten. Ich will ihn. Süß. Sehr witzig. Du hast gesagt, alles hier im Raum. Du bist wirklich mein kleines Vögelchen? Schön. Er gehört dir. Flieg hinfort. Und jetzt raus aus meinem Versteck. Und jetzt? Ich weiß nicht. Es fühlt sich unwirklich an. Freiheit. Warum hast du das für uns getan? Weil du ein Hüter bist. Und so haben wir Glint und Krähe befreit. Spider hat dann noch die Bombe entfernt, die er in Glint zuvor eingebaut hatte. Aber das Interessanteste an dieser Season, wir haben Xivu Arad. Wir haben das erste Mal erlebt, dass Xivu Arad etwas in unserem Sonnensystem macht und wir haben seinen Angriff ja, verhindern können. Ob es noch Zorngeborene da draußen gibt, wissen wir jetzt nicht. Kann ja sein, dass da noch irgendetwas kommt in der Zukunft, aber momentan sieht es so aus, als ob wir wirklich den ersten Angriff von Xivu Arad abgewehrt haben. In dieser Season ist aber noch etwas passiert. Krähe hatte Träume oder Visionen, die der Reisende ausgelöst hat. Das ist ein Thema für ein separates Video, das würde jetzt dieses Video noch mehr in die Länge strecken. Und ich muss auch noch dazu sagen, die nächsten Seasons, die Season der Auserwählten, die Season des Bleisers und die Season der Verlorenen, da kommt auch noch eine Zusammenfassung und diese Seasons sind storymäßig doch deutlich spannender und deutlich vielfältiger, aber das werdet ihr alles noch sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video bewertet. Schreibt gerne einen Kommentar, über welche Themen ihr ein Video haben wollt. Ich bin momentan zu Hause, ich habe sehr viel Zeit, also schreibt mir das. Vielleicht ist ja euer Thema dann in einem der nächsten Videos. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Endy Edition ist back!